Weiter geht's mit dem Let's Play Skyrim. Beim letzten Mal haben wir eine sehr, sehr geile und sehr große Questreihe begonnen, nämlich die der Vampire, die Vampirfürst-Questreihe. Und ja, da haben wir uns als erstes natürlich begeben in die Festung Dämmerwacht. Und das ist die Festung der Vampirjäger. Dort haben wir erfahren, dass die Wächter des Stenja, die sich, also die ihr Leben widmen, der Bekämpfung der Daedra und aller möglichen unnatürlichen Wesen, dass dieser Orden, ja, die Wächter des Stenja, dass die ordentlich unter Druck geraten sind, nämlich gegen die Vampire. Und wir haben ja auch gesehen, dass die Wächter des Stenja bei den Vampiren regelrecht in ihren Tod rennen. Und somit hat sich dieser Orden geteilt. Und daraus wurde dann eben die Dämmerwacht. Und die Dämmerwacht, die haben sich jetzt spezialisiert auf die Bekämpfung der Vampire. Denn das müssen sie. Denn wie wir jetzt erfahren haben, gibt es nämlich bei den Vampiren einen Adel, oder es gibt so die sogenannten uralten Vampire, und da haben natürlich die Wächter des Stenja überhaupt gar keine Chance mehr gegen die. Und wir wurden dann geschickt in eine Höhle, und dort haben wir ein Grab betreten. Dieser uralten Vampire, und da haben wir eine sehr beeindruckende und großartig geschriebene, von den Entwicklern großartig geschriebene Frau gefunden, nämlich Serana. Und das ist die Tochter hier von dem Vampirfürsten, und wir haben uns jetzt hier hinbegeben in seine Burg, und hier sieht man die Tafelrunde des Vampirfürsten, der heißt Harkon. Und wir haben uns jetzt natürlich dazu entschlossen, dass wir Teil von diesen Leuten hier sein wollen, die hier sitzen und sich, ja, dem Menschenfleisch widmen und sich dem Blut widmen. Und hier sie... Wir haben ja schon mal in Skyrim haben wir schon mal auch so eine Runde gefunden von Kannibalen, nämlich in der Nähe der Stadt Markarth. Da konnten wir auch so einen Ring aufziehen, dass wir irgendwie Gesundheit regenerieren können, indem wir Menschenfleisch essen. Und jetzt wollen wir, nachdem wir eben Werwolf gewesen sind, wollen wir uns jetzt den Vampiren anschließen. Wir wollen jetzt zu einem richtigen Vampir werden, und zwar zu einem Vampirfürsten. Und Harkon hat uns schon beim letzten Mal erzählt, dass wir jetzt, ja, leider die Werwolf-Form hinter uns lassen müssen. Also wir können und dürfen jetzt kein Werwolf mehr sein. Es gibt auch keine Möglichkeit, nochmal Werwolf zu werden. Vampirfürst können wir da noch werden. Also wir können uns dann entscheiden, dass wir den Fluch dann doch irgendwann loswerden. Und dann kann uns Serana wieder ihr Blut geben. Und dann können wir wieder Vampirfürst werden. Aber der Werwolf ist jetzt für immer verloren. Wo wir jetzt dazu uns entscheiden, hier Vampirfürst zu werden. So, jetzt schauen wir uns hier die Tafelrunde der Kannibalen und Vampire an. Und das ist doch genau die Gesellschaft, wo wir Teil von sein wollen. So, warte mal. Kann ich schon mit euch reden? So, wer bist du denn? Vampirvieh. So, der darf nicht richtig reden. Und so, jetzt rede ich mit dir. Doch, ich bin Anna.
Das haben wir beim letzten Mal schon gehört. Ich habe mich beim letzten Mal, ja, ich habe mal kurz gezeigt, was passiert, wenn man sich dagegen entscheidet. Aber eigentlich habe ich nur den Dialog weggeklickt. Diesmal werde ich explizit sagen, ja, ich möchte hier Teil von euch werden. Ein Vampirfürst. Das hast du schon beim letzten Mal erzählt. You have done me a great service. There is but one gift. I offer you my blood. So, den Werwolf. Yes. The power of my blood will purge that filth. Das wird diesen Schmutz verbannen und euch wieder gesund machen. Und wenn ich ein Werwolf bleiben möchte. Perhaps you still need to convince Lord Harkon. Behold the power. Los. This is the power that I offer. Now, make your choice. Ich nehme euer Geschenk an und werde zum Vampir. Be still. Knabber an mir. So, jetzt wurden wir faktisch getötet. Und jetzt sind wir wieder auferstanden zum Vampir. Jetzt haben wir den einen Fluch, nämlich den Fluch des Daedra Hersine, getauscht gegen den anderen Fluch. Wie hieß der Daedra? Malok Bal? Ich glaube, der hieß so. So, warum sind wir jetzt hier so gehüllt? Wir sind jetzt ein Vampir. Wir haben jetzt Vampiraugen. Richtig, richtig rote Lippen und richtige vampirische Augen. Awake at last. Good. Endlich wach. Power is growing within you, and now you must learn to wield it. Boah, wir haben ja so einen richtigen Vampirmund jetzt. Und richtig weiße, ein richtig weißes Gesicht. Boah, wir sehen jetzt richtig gruselig aus. Ich bin bereit, etwas über meine neuen Kräfte zu lernen. Was ist passiert? Wie bin ich hierher gekommen? Was ist das für ein Ort? A shrine to Molag Bal. Molag Bal, genau. Mighty Daedra Prince, who is father to all our kind. Our power is a blessing from him. It is he who first bestowed the gift of the ancient blood upon me. Er ist einer der, als einer der allerersten diese Macht bekommen hat. Krass. Ihr habt einen Pakt mit Molag Bal geschlossen. In an age long forgotten to history, I ruled as a mighty king. My domain was vast, my riches endless, and my power infinite. And yet, as my mortal life neared an end, I faced a seemingly invincible enemy. My own mortality. I pledged myself to Molag Bal, and in his name I sacrificed 1,000 innocents. In reward, he gave everlasting life to myself, my wife, and my daughter. And so I have defeated mortality itself. Okay. Also er sieht die Unsterblichkeit nicht als den wahren Fluch eines Vampirs, sondern als das Geschenk eines Vampirs. Okay. Also anscheinend kommt er zurecht mit der Unsterblichkeit. Was ist passiert? Wie bin ich hierher gekommen? My blood is potent. At first the body is overwhelmed by it. After my bite you collapsed and fell into a slumber. Now your flesh has acclimated to the new blood that courses through your veins. I assure you, no harm was done. In truth your strength surprises me. Not all mortals can withstand my embrace. So, jetzt, ich bin bereit, etwas über meine neuen Kräfte zu lernen. With my guidance you will become a deadly instrument, striking terror into the hearts of mortals wherever you tread. Now listen to my words and do as I instruct. The true power of the ancient blood is found in the form of the vampire. Assume the mantle of the Vampire Lord, and we will continue. Gut, wir verwandeln uns jetzt. Was haben wir denn hier?
einen Vampirschrein. So, wir verwandeln uns jetzt in einen Vampirfürsten. Wo waren wir es denn? Hier, Vampirfürst, natürlich eben meine Favoriten. Du verwandelst dich in einen Vampirfürsten. Setze die Kraft Zurückverwandeln ein, um die Verwandlung wieder rückgängig zu machen. Dann haben wir Vampirsicht, verbessert Nachtsicht für 60 Sekunden. Warte, das nutzen wir mal. Okay, jetzt können wir alles heller sehen. Warte, ich möchte mich erstmal erkundigen. Was haben wir hier? Vampirsklave. Belebt einen schwachen Toten wieder und lässt ihn 120 Sekunden lang für dich kämpfen. Also, was haben wir noch? Jetzt haben wir so viel Fertigkeiten, ne? Okay, das sind die Sachen, die hinzugekommen sind. So, was haben wir noch gelernt? Wir haben noch was gelernt, ne? Hier, vampirischer Lebensentzug. Absorbiert 2 Gesundheitspunkte pro Sekunde vom Ziel. So, das tötet den kaum. Ja, das ist ein sehr, sehr schwacher Zauber. Gibt es sonst irgendwas, was ich als Vampir noch hinzubekommen habe? Illusion irgendwas? Nö. Das war's, oder? Das war's. Also der nützlichste Zauber ist halt die Nachtsicht. Das ist eigentlich das Nützlichste. So, dann machen wir mal. Gehen wir mal zum Vampirfürsten. So, und jetzt kann ich einsetzen Fledermäuse. Was ist denn Fledermäuse? Fledermäuse, okay, zurückverwandeln. Nachtsicht kann ich einsetzen. Was ist denn Fledermäuse? Ach, damit kann ich so mich umteleportieren, oder was? You can also call upon the powers of night to turn into a swarm of bats and reappear some distance away. Should you run out, sit to the ground and fight as the beasts do. Do so now and we will continue. Nutze die Schleichentaste, um zwischen Magie- und Nahkampfmodus. Können wir so ein bisschen springen? So fliege ich, so setze ich mich ab. Ah. Okay, wenn ich am Boden bin, dann kann ich halt schlagen mit meinen Krallen. Und wenn ich in der Luft bin, dann kann ich halt meine Magie einsetzen. Also ich habe jetzt nur das. There is one last thing you must know. Slaying mortal men with your life drain
grants you new night powers and blood magic. I keep a stable of thralls in the castle, should you need to feed like the baser vampires to stave off the sun. That is all I have to teach you. If you wish to be reminded of these lessons, you need all the I have a task that will test your new powers. But first, do you have any questions? Ich bin bereit, um mich um diese Aufgabe zu kümmern. Könnt ihr mir noch mal erzählen, was es bedeutet, ein Vampirfürst zu sein? When you first transform into a vampire lord, you will hover in the air. While you do, you will command the powers of blood and night. Descend to the ground and you can attack with your claws and feed upon your prey to regain your strength. With experience, your powers will grow and you will discover new ways to use them. Was muss ich darüber wissen, ein Vampir zu sein? As a vampire, you will gain new powers, but also a weakness to sunlight. With each passing day that you do not feed, that weakness will become more deadly, but your powers will also become stronger. Feed upon those who are sleeping, and your vulnerability to sunlight will diminish along with your powers. Okay. Revel in your new powers. Stopp. Und zwar. Ich kann jetzt Tote erwecken. Hier, so kann ich Tote erwecken. Und so kann ich einen Angriff machen. Wenn ich den jetzt töte. So, jetzt habe ich den getötet. Jetzt kann ich den erwecken. Okay, das ist das, was ich machen kann. So, und jetzt habe ich nur Nachtsicht und zurückverwandeln. Wenn ich dich jetzt schlage, dann löst du sie auf. Na super. Aber den konnte ich jetzt nicht naschen. Dessen Blut konnte ich jetzt nicht trinken. Boah, hier sind aber richtig viele Knochen, Menschenknochen hier überall. Okay, wir sind soweit. Ah, ich verwandle mich mal zurück. So. So, Hakon. I sense the power of the ancient blood in your veins. It has made you strong. Kann sein. Ich bin bereit, mich um diese Aufgabe zu kümmern. Good. Go and speak to Garen Marethi. Tell him it is time. He will understand. Alles klar. Der Blutsteinkelch. So, hast du noch was zu sagen? Es gibt noch ein paar Dinge, zu denen ich euch befragen möchte. You have earned my trust, so I will share what I can. Als ihr Sarana begrüßt habt, klang es, als hättet ihr sie sehr lange nicht mehr gesehen. Sarana and her mother disappeared long ago. I commanded every vampire in the court to look for them. But after centuries of searching without success, I lost hope. In my heart, I know that it was my wife, Valerica, who took my beloved daughter away from me. If I ever see her again, she will pay most dearly for that betrayal. What else do you want to know? Interessant. Also die Mutter hat Serana hier versteckt in dieser Höhle, wo wir beim letzten Mal gewesen sind. Ihr habt Seranas Mutter erwähnt. Was ist mit ihr geschehen? Her name was Valerica. She has been gone for so long now, I can only assume she has left this world one way or another. I will say only that we did not part on good terms. What else do you want to know?
Das war schon. Very well. Gut, cool. So, dann reden wir mal mit den anderen Vampiren, die hier so sind. Fragen wir mal, wo geht's hier hin? Stehlen. Okay. Ich dachte, ich bin hier festes Mitglied jetzt hier, aber es heißt wieder stehlen. Was haben wir hier in der Vitrine? So ein Dolch. Und hier ist der Sarg von Hakon. Okay. Hier ist dein. Also ein Vampir schläft natürlich in seinem Sarg. Das ist natürlich klar. Genau, Schlafenszeit. Und da ist ein Wolf. Wer bist du denn? Können wir dich streicheln? Der will nicht gestreichelt werden. Was haben wir hier noch? Hier oben geht es noch irgendwo hin. You're welcome here. As long as you don't overeat. Da ist jemand. Wo bist du denn? You're new here. So I'll explain this once. You feed from the thralls as much as you like. You kill them, and I'll split you in half. Woher kommen die Diener? All over Skyrim. It's my job to collect them. I try and keep something for everyone. For every taste, I mean. Sometimes you get one who comes willingly, but most have to be convinced to join us here. Okay. Alright then. Also er meint, ich darf seine Sklaven nicht töten. Wo sind die? Die sind doch hier nicht. Hier ist niemand. Hier ist niemand. Was machst du hier überhaupt? I try and meet the needs of everyone here. No reason for any of us to go hungry. So, hier ist absolut gar nichts. Also hier sind wir jetzt gewesen. Hakon, wir haben mit dir alles besprochen. So, zu dem sollen wir. Was sind wir hier? Hier können wir uns schlafen legen. Okay. Also hier liegen die Vampire sich schlafen. Was haben wir denn da? Ein Ebererz, zwei Hinder. So, rede ich mal. Life here has Alchemist. Don't you agree? So. Wer bist du? Politics bore me terribly, but they're a fact of life here. Hast du, was hast du zu verkaufen? Many in the court don't bother with potions, but I keep things stocked just in case. Zeig mal her, was du so hast. Da ich jetzt Alchemie auf 100 habe, brauche ich ja nicht nichts kaufen. So, wer bist du? Was macht ihr hier? Whatever is required. I'm happy to do whatever is asked of me. I only wish to be useful. Often I take on tasks that Garen or Feren find distasteful or beneath them. If I can remain useful, those above me will see fit to keep me here. Okay, ich brauche Training in Redekunst. I'm afraid you're beyond my meager abilities. I'm sorry I cannot serve you better. Dann, was hast du zu verkaufen? I hope I have something that interests you. I always wish to be of service. Was hast du denn so? Totenbeschwörerheilung. Heilt bei untoten Zielen. Hab ich das schon? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal, ob ich das schon habe. Ansonsten Kleidung. Hast du irgendwelche krassen Vampir-Bekleidung-Sachen? Wieso verkauft er eigentlich keine Vampirkleidung? Das müsste doch der eigentlich jetzt machen, ne? Krass, ich habe neuen Zauber gelernt. Cool. So, ich kenne ihn auch schon. Was haben wir da? So, mit dir soll ich ja reden. Dich kenne ich auch schon.
Gut, dann reden wir jetzt. I saw more than enough political maneuvering in my time in house dress. I was tired of it then, and I'm tired of it now. So, ich habe eine Nachricht von Harkon. Lord Harkon, remember your place. Now, what is our Lord's wish? Er sagte einfach, es ist an der Zeit. Well, well. He wants the chalice then. You've heard of the Bloodstone Chalice? Blutsteinkelch? Davon habe ich noch nie gehört. Natürlich, hat das nicht jeder? No. Don't try and impress me. It only leaves you looking foolish. The chalice has been in Lord Harkin's possession for quite some time now. It is, when used properly, able to increase the potency of our powers. He has neglected using it for ages. If he wants it filled now, then grander things are afoot. This is good. Follow me. I'll take you to it. Lord Harkon has never cared to use the chalice, relying on his more than adequate powers until now. This is an intriguing change. Wo ist denn der Kelch? Ist der jetzt hier oder ist der jetzt... Also ich will mich hier noch rumfragen, wer die Leute hier sind. Excuse us. I need to fetch the Bloodstone Chalice. The Chalice? Why? What are you up to, Garan? Lord Harkin's orders, Orthiolf. Calm yourself. Our friend here has been ordered to fill the Chalice. Really? Indeed. She's off to Redwater Den. Well then, best of luck to you. Vingalmo and Orthiolf are Harkin's primary advisors. I'm sure they're quite surprised to learn that you're taking the chalice. And here we are. Now, this chalice needs to be filled directly from the blood spring that is the source of Redwater Den. But that's not enough. Once that's done, the blood of a powerful vampire needs to be added to it. Keep in mind that Redwater Den has fallen into... Well, let's just say less reputable members of society now dwell there. It's your choice whether to attempt to deal with them or force your way through. Hurry back. You don't want to keep Lord Harkon waiting. Er begibt dich zur Rotwasserquelle. Okay. Bei der Rotwasserquelle, da sind wir schon mal gewesen. Und zwar, da haben wir uns alle Krankheiten geholt, die man sich holen kann in Skyrim. Alle Krankheiten, wir waren an allem erkrankt. Aber jetzt als Vampir, da ist die Quelle wohl wohltuend. Okay, oder gibt uns halt Stärke. Die ganzen Krankheiten verleihen uns größere Macht. So, hast du noch was anderes zu sagen? I'm above the petty squabbles here. I have lived for far too long to be bothered with them. Hier, was ist diese Blutquelle? An ancient font, full of power. As much as it looks like blood, sadly, it is not. Can you imagine if it were? We'd never need to hunt again. Still, its liquid is powerful, full of magic. Others have noticed, though they have never fully realized its potential. Okay. Enjoy yourself. I saw more than enough political maneuvering in my time in house dress. I was tired of it then, and I'm tired of it now. I have never understood the Nord fascination with weapons. Magic is so much more versatile, don't you think? Also das Haus Dress, das weiß ich nicht, was das ist. So, wer seid ihr? Wer bist du denn? Hello there. Excuse me. Do you need something? Und wer bist du? The feast never ends here in Castle Volkahar. Sit down and enjoy yourself. Vampirvieh. Der lebt noch. Der lebt noch. Tear your arms off. Simple, isn't it? I'm a loyal servant. Good to see a new face here, especially one that isn't attached to an elf. Between you and me, there's too many of them. Can't trust a lot of them.
Never could. Want my advice? Avoid getting wrapped up in Vingalmo's schemes. He's after the throne, and he'll kill anyone that gets in his way. Ihr traut Vingalmo nicht? Of course not. He's an elf, isn't he? He'll cozy up to you, use his honeyed words to get you to lower your guard, to use you and throw you away when he's done with you. You'll watch yourself around him. Krass. Mm-hmm. Kann man dir nicht trauen? Wo bist du denn? Wo bist Hello du? There. Do you need something? Jetzt sind alle wieder davon gerannt. I serve the Lord. I have everything I need right here. Leave me in peace. Serana, hast du noch was zu sagen? Yes. Oh, what is it? Yes. Do you need something? Boah, Serana. Die ist wirklich eine ganz, ganz interessante Frau. So, wo ist denn der Elf? Wo ist er denn? Den suche ich jetzt mal. Elf, wo bist du? Hier ist er, hier ist er. Life here has politics bore me terribly. But they're a fact of life. Theron is so good to me. Follow your instincts. Hä, wo ist er denn? Wo ist er jetzt hin? Kann man nicht weg sein. Don't get in my way, and I won't. I am above the petty squabbles here. I have lived for far too long to be bothered with them. So, ich gucke mich hier nochmal zu Ende um. New blood, eh? Let's get something very clear. I don't care about politics. You want to fight over the throne with the rest of them, go right ahead. I feed when I'm hungry, I sleep when I'm tired, and I kill whenever I'm in the mood. Those are the things that are important to me. Enjoy your hunt. Jetzt guck mich mal an. I wish Orthiolf and Vingalmo would just get it over with and kill each other. Ich brauche Training, nein, ich brauche eigentlich kein Training. I don't think there's anything more you can learn from me. So, wie dient ihr Fürst Harkon? Simple. He says kill, I kill. Sometimes he doesn't even have to say it. Aber du kannst mich nicht begleiten. Und hier ist ein Schmied. Wer bist du denn? Can you feel it? You're now so much more than you were before. Time was I could barely hold my own in the companions. Now I could slaughter them all without a second thought. Ah. I'm not half the vampire Lord Harkon is. Truth is, I'm better with a forge than I am with claws or fangs. Ihr seid ein Mitglied der Gefährten gewesen, also die war auch ein Werwolf und jetzt ist sie kein Werwolf mehr, sondern Vampir. I was. Didn't progress very far. Never did care for their attitude. Acting like they're better than everyone else, but none of that matters now. If there is one thing I know, it's weapons and armor. Take a look. So, du hast doch eh nichts Besonderes, oder? If there is one thing I know, it's weapons and armor. Take a look. Du hast definitiv sowieso nichts Besonderes, denke ich. Was ist das? Aber sie hat Vampirrüstung. Okay. Feast on life, friend. So, ich glaube, uns fehlt nur noch der eine Typ. Also hier... Bogen, aber die schießen mit Bögen, oder wie? Also die Vampire schießen mit Bögen. I am above the petty squabbles here. I have lived for far too long to be bothered with them. So, wo war ich eigentlich überall? Well met, sister. Ich war jetzt eigentlich überall. Ah, da bist du. Da bist du. I hope you find Lord Harkon's court to your liking. You'll be a welcome addition to the court, I'm sure. If I may, let me offer you a piece of advice. Be careful who you trust. Not all of us have the court's best interests at heart. Orthiolf, for example. He'll tell you he means well, but believe me, he can't be trusted at all. Keep that in mind, will you?
Warum kann man Ortjolf nicht trauen? He claims to serve loyally, but he really covets the throne. He sees himself in charge someday. His ambition will justify any actions. Put your faith in him, and you will regret it, I promise you. Okay. Also die beiden intrigieren gegeneinander. So, dann haben wir eigentlich alles erfahren hier von der Burg. Gut, dann kehren wir zurück zur Blutquelle. Da waren wir schon mal. Da ist eine illegale Skoma-Kneipe. Und diese illegale, und da unter der illegalen Skoma-Kneipe, hier steht auch abgeschlossen, da ist die Blutquelle. Und wenn man kein Vampir ist, dann holt man sich da alle Krankheiten, wenn man da Blut trinkt. So. Okay, der ist komplett immun. So, dich mache ich zu meinem Diener. So, komm her. Bist du denn? Wow. Kannst du dich looten? Nein, ich kann nicht looten. Wo ist er denn hingelaufen? Ah, hier. Jetzt mein Sklave. Vampir Diener ist zu mächtig. Ach hey. Zu mächtig. Wie gemein. Das ist ja gemein. Ich dachte, ich habe jetzt einen guten, mächtigen Diener, aber nein. Ist zu mächtig. So, schauen wir mal, was ich da jetzt so bewirken kann. Also erstmal gar nichts, weil ich so gar nicht durch. Ich komme da gar nicht hin. So, ich bin zu breit. Das heißt, ich muss mich zurückverwandeln. Das hier. So, okay. Never should have come here. Verbrennen. Warum heißt der Vampir-Diener? Also ihr seid mir feindliche Vampire, oder was? An euch darf ich auch nicht naschen. So, dich habe ich. Ah, Vampirmeister. Der absolut gar nichts aushält. So, komm her.
menschliches Herz. Also an den darf ich nicht naschen. Gut, dann verwandle ich mich mal wieder in einen Vampirfürsten. Machen wir mal fliegen. So, wie komme ich da jetzt rüber? Hier ist der Schalter, oder? Genau, flieg mal da schön. Hat einfach so gut wie gar keinen Schaden. Ah, doch. Ah, nice. Wo ist er? So, komm her. So, wo seid ihr denn? Hier. Ich komme schon voran. So, es ist jetzt genau wie beim Werwolf. Ich muss natürlich erstmal. Ja. Naschen. Was ist das? Blut ist faul. Aber es ist viel angenehmer als Werwolf, denn ich muss also das absorbiert automatisch. Man muss dann nicht nochmal an den fressen. Das ist auf jeden Fall ist es angenehmer, denn das läuft einfach automatisch. So, da sind doch Gegner, oder? Viele Gegner. Viele Gegner, die ich absorbieren kann. Komm her. Kann ich die von oben erwischen? Ja. Sehr gut. Aber wie es aussieht, brauche ich wirklich sehr, sehr viele Opfer, um hier effektiv zu leveln. Muss ich hier schon sehr, sehr viele zu meinen Opfern machen. Und ich kann natürlich nicht auf die Karte gucken, wo ich überhaupt hin muss. Bin ich von hier gekommen oder was? Ich glaube von hier, genau, jetzt bin ich richtig, oder? Also ich denke, ich bin richtig. Ja, definitiv. Da ist jemand. Ein Vampirmeister. Boah, der hält ja gar nichts aus. Und komm her. Endlich! Oh Gott sei Dank. Zwei sogar. Wow. Okay, was haben wir denn hier? Alle Kreaturen entdecken. Du entdeckst alle Kreaturen, selbst Zwergenmaschinen. Du verwandelst dich in einen unverwundbaren Nebel, während sich Gesundheit Magiker regenerieren.
Alles wird langsamer, während du dich schneller bewegst. Boah, das ist ja cool. Das ist ja richtig cool. Hier, 50 Zusatzpunkte auf Gesundheit. Was haben wir hier? Töte einen Gegner mit einem mächtigen Bissangriff, um deine gesamte Gesundheit wiederherzustellen. Kräfte der Nacht und Blutmagie kosten 30% weniger. Nahkämpfe verursachen 20 Punkte Giftschaden. Im Kampf umgibt dich eine Wolke von Fledermäusen, die sich von Gegnern in Nahkampfreichweite ernährt. Was haben wir hier? Holt eine lebendige Kreatur aus der Entfernung zu dir heran. Kann einen Gargoyle beschwören, der für dich kämpft. Ziel wird gelähmt. Im Favoritenmenü auswählbar. Holt eine lebendige Kreatur aus der Entfernung zu dir heran. Okay, krass. Ich würde sagen, ich nehme erstmal das hier. Du entdeckst alle Kreaturen. So, machen wir erstmal das. So, ansonsten ist hier niemand, oder? So, wir können uns natürlich auch beliebig schneller bewegen durch dieses Fliegen. Da sind wir natürlich auch viel schneller. So, ich denke, wir haben es jetzt eigentlich schon geschafft. Okay, hier sind Schätze. So, da wir hier fliegen, lösen wir auch keine Fallen mehr aus. Das ist ja auch richtig cool. Überhaupt keinen Schaden. Boah, das ist schon lässig. Also als Vampir zu spielen, als Vampirfürst, ist schon echt chillig. Kann hier so einfach so gechillt durch die Gegend fliegen. Absorbiert deren Energie, löst keine Fallen aus. Also ich löse keine Fallen aus, denn ich fliege ja und ja, trampel ja nicht rum durch die Gegend. So, was ist jetzt hier? Ich glaube, ich tue mich mal zurück verwandeln. Verwandeln uns mal zurück. Dann können wir hier mal den Schatz. Und wo geht's denn jetzt hin? Hier muss doch weitergehen, oder? Genau. So, jetzt haben wir es geschafft. Das ist die Blutquelle, die Rotwasserquelle. So, fülle den Kelch. Können wir doch da was machen? Seid ihr Feinde? Lass mich mal verwandeln. So. Nimm das.
chancenlosen Gegner. Fülle den Kelch mit Vampirblut. So, wenn ich jetzt hier die Quelle aktiviere, dann hole ich mir auch alle Krankheiten wieder, oder? Ach, ich kann gar nichts machen. Beflecktes Blut der Alten. Du stehst bereits unter dem Einfluss. Beflecktes Blut der Alten. Was haben wir denn hier? Hier. Also hier, Anfälligkeit für Feuer. Dein Vampirblut senkt deine Anfälligkeit für Feuer um 30%. So, dann haben wir hier, beflecktes Blut der Alten. Dein Zauber, vampirischer Lebensentzug, absorbiert einen Tag lang Magicka und Ausdauer von deinen Opfern, vermindert jedoch die Gesundheit um 37 Punkte. Von allen Vampiren gewirkte Illusionszauber sind 25% mächtiger. Champion der Nacht. Haben wir sonst noch irgendwas? Na, sonst sehe ich nichts. Ich weiß jetzt nicht, war das jetzt ein Nachteil oder ein Vorteil? Keine Ahnung. Ich glaube, es war jetzt eher ein Nachteil, ne? Also, wie komme ich da wieder raus? Hier, ne? Ja. So, geschafft. So, wir haben jetzt... Hier können wir in die Fähigkeiten, genau. So, wir haben uns jetzt schon mal so einigermaßen verbessert. Mit unserem Vampirfürst. Deine Vampirkräfte nehmen zu, du hungerst. Also ich muss jetzt irgendjemanden töten und dann an dem naschen. Oder jemand, der schläft. Aber die haben doch hier Sklaven, die haben doch hier, an denen ich hier naschen kann, hat er doch gesagt. So, ich bin wieder da. There's plenty for all. Setz du dich hin? So, ich setze mich mal neben dich. I see you have returned. Lord Harkon will be pleased. You met Stulf and Salonia, I assume. Lord Harkon and I suspected they might follow you there. You met Stulf and Salonia, I assume. Lord Harkon and I suspected they might follow you there. Ich habe beide getötet. As well you should have. Welcome to the politics of Lord Harkon's court. Bengalmo and Orthiolf both long for our Lord's throne, but cannot make overt moves against him. Each sought to gain power by using his underling to kill you and keep the chalice for himself. By ensuring the chalice reaches our Lord, you have increased his power over them, and at the same time, deprived them of their little pets. You've done Lord Harkon two great services. Take what you've learned to heart. And be careful who you trust. Now, I believe that Lord Harkon wishes to speak with you. Okay, alles klar. Serana, hast du noch was zu sagen, irgendwas Neues? I think my father wanted to see you. Have you talked to him yet? Seid ihr schon immer ein Vampir gewesen? That's
A long story. Ja, bitte. I guess we kind of have to go way back to the very beginning. Do you know where vampirism came from? Ja, genau. Also der kam von dem Daedra Molok Baal. Darüber weiß ich nicht sehr viel. Ich hätte mir denken sollen, dass ein daedrischer Fürst dahinter steckt. Exactly. The first vampire came from Molok Baal. She was not a willing subject, but she was still the first. Molok Baal is a powerful daedric lord, and his will is made reality. For those willing to subjugate themselves, he will still bestow the gift, but they must be powerful in their own right before earning his trust. Wie wird man denn zu einem Vampir? Bedeutet, bedauert ihr es, ein Vampir geworden zu sein? Nobody's ever asked me that before. I don't know. I think mostly I hate what it's done to my family. Wie hat es sich auf eure Familie ausgewirkt? Das klingt so, als hättet ihr nicht besonders vernünftig nachgedacht. Well, you've met most of us. My father's not exactly the most stable, and eventually he drove my mother crazy with him. And it all ended with me being locked underground for who knows how long. It's definitely been a bad thing on the whole. Habt ihr je darüber nachgedacht, euch heilen zu lassen? Cure? Why even think of it that way? I can't think of any reason I'd want to lose this gift, especially after what I did to get it. It may have driven my family apart, but I'm still here, and I'm alive. I won't give this up. Also, Serana bereut es nicht, ein Vampir zu sein. Auch die Unsterblichkeit beunruhigt sie nicht. Und dazu passt perfekt die Synchronsprecherin im englischen Original. Perfekt. Also Serana, die hat eine wahnsinnig tolle Synchronsprecherin im englischen Original. Die klingt einfach genauso, wie sie klingen muss. Angenehm, monoton und wirklich, ja, einfach so, wie ein Daedra klingen muss. I think my father wanted to see you. That's a long story. I guess so, ich will noch ein bisschen weiter mehr wissen. We kind of have to go way back, to the very beginning. Exactly. The first Molag, for those willing to subjugate themselves, he will still bestow the gift, but they must be powerful in their own right before earning his trust. So, wie wird man denn dann zu einem Vampir? The ceremony was degrading. Let's not revisit that. But we all took part in it. Not really wholesome family activity, but I guess it's something you do when you give yourselves to a Daedric Lord. Okay, krass. Es klingt so, als hättet ihr nicht besonders vernünftig nachgedacht. I'm not sure it's really your place to judge me, to judge us. My family has its problems. But they're our problems. Let's just move on from here, okay? Ist alles in Ordnung? Don't. Just leave me alone for a bit. Jetzt habe ich sie verscheucht. Nein, sie, ja, ich habe sie nicht verscheucht. Sie ist nur aufgestanden. Have you talked to him yet? Ja, ich rede ja mit ihm. Aber ich möchte erst mit dir reden. Okay, also Serana findet super, dass sie ein Vampir ist. Das ist genau ihr Ding hier. Kannibalismus, Blut. Und ja, das ist einfach 100% genau das, was sie geil findet. Aber was sie nicht so geil findet, ist, dass ihre Familie, also ihre Eltern sich getrennt haben. Dass sie jetzt sozusagen so ein Halbwaise ist. Dass Vater und Mutter nicht mehr miteinander können. Das findet sie nicht so gut. Ah, you are here. Good. Ihr wolltet mich sprechen? Yes, I did. When I told you that I was grateful for my daughter's safe return, I told the truth.
but I did not tell you everything. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Wann wollt ihr mir endlich vertrauen? Do not presume to tell me who I can and cannot trust. I possess the wisdom of a dozen lifetimes, and I will make my own judgments. Now be silent and hear what I have to say. As you know, vampires are powerful, but we have limits. Our great enemy is the sun. And until recently, it's an enemy we've had no way to fight. For centuries, I searched for an answer to this problem. I found an old prophecy written by a moth priest. Those scholars who read the Elder Scrolls. The prophecy tells of a time in which vampires will gain power over the sun and will no longer fear its tyranny. I believe the secret to unraveling that prophecy is written in Serana's Elder Scroll. I have ordered the court to assemble. I have a new task for us all to carry out, and that includes you. Come now, and hear my proclamation. Hör dir die Rede an, okay. Also, kurz nochmal zusammenfassen. Also, Hakon stört sich am Sonnenlicht. Und er meint, die Sonne sei ein Tyrann, der die Vampire schwächt. Und er möchte jetzt, dass die Sonne verschwindet oder zumindest die Welt in Dunkelheit gehüllt ist, damit die Vampire nicht mehr so geschwächt werden durch die Sonne. Das haben wir ja zum Beispiel auch in Legacy of Kain Soul Reaver 1, dass die Vampire ja auch den Himmel komplett verdunkelt haben, damit sie da nicht mehr Opfer werden von dem Sonnenlicht. Gerade junge Vampire sind ja sehr, sehr empfindlich gegenüber dem Sonnenlicht. Science of the night, hear my words. The prophesied time is at last upon us. Soon we will claim dominion over the sun itself and forge a new realm of eternal darkness. Now that I have reclaimed one of my Elder Scrolls, we must find a moth priest to read it. I have spread false rumors about the discovery of an Elder Scroll in Skyrim to lure a moth priest here. Now it is time to see if those efforts have borne fruit. Go forth and search the land for rumors of a moth priest within our borders. Look to the cities. Speak to innkeepers, carriage drivers, anyone who would meet a traveler. Go now and carry out this task. This is my command. It will be done. Any idea how you're going to find a moth priest? Skyrim's a pretty big place. Wohin würde ein Mottenpriester gehen? Well, back before I... You know. The College of Winterhold was the first place I'd think to go for any kind of magic or historical thing. The wizards know about all kinds of things that people probably shouldn't know about. Actually, now that I think of it, I'm going to come along with you. I've been really wanting to get out and explore a bit. Ach krass. Was wisst ihr über die Schriftrollen der Alten? I mean, as much as anyone. Not a lot. You'd figure a couple hundred years locked away with one would have given me some insight, but no. Turns out you don't learn much from just sleeping with something. Ich denke, wir müssen wohl weiter nach diesem Mottenpriester suchen. Soll das heißen, dass ihr mehr über mich erfahren wollt? Not at this rate, no. Nochmal. That's a long story. The tale of the great moth priest hunt. Not something I'd want to read. Anything good? Okay, jetzt kann ich sie ausrüsten. Kann ich irgendwas geben? Krass. Aber ich möchte ganz gerne, dass du bei deinem sympathischen Elfendolch bleibst.
I saw more than enough I have never understood the Nord fascination with weapons. Magic. Wie kann ich helfen? I've learned the whereabouts of a troublesome Dawn Guard member. You will track him down and dispose of him. But please, do be discreet. Our aim isn't to stir the nest, just to skin a rat, reminding them that they are the prey. Was meint ihr mit diskret? I hope you comprehend killing better than you comprehend speech. Don't get caught. Okay, verstanden. Good. Hello there. Well met, sister. So, jetzt haben wir noch einen Auftrag bekommen. Den machen wir natürlich als erstes. Und hast du noch was zu sagen? Don't get in my way. Kann ich helfen? Speak with Garen Marathi. He has something for you. Cool. Und der andere, wo ist der? Ah, er ist gefüllt. Blutsteinkelch. Blut der Alten hinzugefügt. So, wo bist du da oben, ne? Boah, der andere Typ, ne? Der versteckt sich ja richtig. Da bist du, oder? Nein. Hello there. Wo ist er denn? Wo ist er? Hier ist er. Oh mein Gott. I hope you find Lord Harkon's court to your liking. Speak with Garen Marethi. He has something for you. Cool. Until next time. Ach so, warte, dann reden wir nochmal mit Harkon. Vielleicht hat der noch was zu sagen für uns. Fürst Harkon, wo bist du denn? Weg ist er. Der ist... Wo ist er hier? Wo sind denn die Sklaven eigentlich? Die Sklaven sind irgendwo. Habe ich nicht gefunden jetzt. Eine ganz schön verwirrende Burg. Also, wir sollen jetzt diskret einen Typen erledigen. Das machen wir als erstes. Hier, töte fahrender Händler. So, Guran Beredi hat mich zum Nachttor geschickt. Ich soll das Mitglied der Dämmerwacht aufspüren und töten, das sich als fahrender Händler ausgibt. Dabei soll kein Aufsehen erregt werden. So, wird mir angezeigt, wo der ist. Hier ist er. Zum Nachttor. Okay, den sollen wir jetzt schnell ausschalten. Wo ist er denn? Töte den... Habe ich jetzt mehrere Quests? Nein. Hä? Ah, da kommt er ja, oder wie? Soll ich mit ihm reden? Don't like those eyes you got. There's a bad... Careful with that fire! Zeigt mir eure Waren, Händler. Kommt mit mir. Why? What do you want? Ich bringe euch zu dem Monster, das ihr jagt. Monster? What monster? Don't know what your game is, but I'll humor for a moment. Lead the way. Take me to this monster of yours. But I'm warning you. Do anything funny and you'll regret it. So, dann folge mir. Komm, komm. Ja, jetzt haben wir ja eigentlich schon Aufsehen erregt. Das gibt's doch nicht. Tja, jetzt haben wir schon Aufsehen erregt. Ah, aufgehoben. Ah, cool. Dämmerwacht, Kriegsaxt. Fügt Vampiren zusätzlichen Schaden zu.
verursacht 20 Magika-Schaden. Das ist cool. Okay. Der letzte Zeuge ist gestorben. Kann ich mich irgendwie jetzt an den nähren? Nicht. Wie nähere ich mich denn an den? Okay, jetzt bin ich überladen. Hier, 25% verminderter Schaden durch Vampirangriffe und den Zaubern Leben entziehen, wenn du eine komplette Dämmerwacht-Ausrüstung trägst. Das ist ja nice. So, Serana. Nein, warte, ich rufe mal meinen Diener. Diener, ich brauche dich jetzt. Bitte, komm jetzt. Oh, look. I always dreamt of being a... Nimm mal mein ganzes Zeug. Hier, das ganze Vampir. So, okay. It's been so much fun. Wo? Okay, hier ist noch einer. Und wo? Wo hast du den? Den letzten, den hast du wo erledigt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich bin komplett überladen. Komplett überladen. Ich kleide mich mal in die Dämmerwacht-Kleidung. Das interessiert mich jetzt mal. Dämmerwacht, das ist doch cool, oder? Boah, das ist schon eine geile Kleidung. Das ist cool. Sind wir hier und da. Okay. Das habe ich schon geschafft, oder? Kehre zurück. Okay. So, was soll ich machen? Um das Rätsel einer alten Prophezeiung zu entschlüsseln, die sich in Serana's Schriftscholl der Alten befinden soll, hat Harkon seinen Hof beauftragt, einen Mottenpriester zu finden. Optional, begib dich zur Akademie von Winterfeste und frage nach einem Mottenpriester. Befrage die Gastwirte in Städten. Befrage den Kutscher nach dem Mottenpriester. Finde einfach den Mottenpriester. Dann können wir mal gleich hier fragen, ne? So, fragen wir gleich mal hier. Hadrin got himself another cup. Well, he doesn't like company, I can tell you that much. Just wants to be left alone, but... Oh no, that's not really it. It's like he wants to talk. He likes people and all, but... He stays separate. Because he's supposed to. It's kind of sad, really. Ich glaube, das haben wir auch schon mal gehört. Need a room? Or maybe just some mead. So. Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? They say Falion of Morthal has studied vampires, Draugr, and all matter of undead. Aha. Und was spricht mit Falion? In Morthal. Nee, das sollen wir nicht. Oder? Oder sollen wir da jetzt noch hin? Nee, das ist unnötig. Sprich mit... Hier. Das sollen wir machen.
Gespräch mit Falion. Genau. Also ich denke, das ist unnötig, jetzt noch zur Winterfeste zu gehen. Wait. I know you. Wo soll ich da hin? Hier? Kann ich da jetzt rein? Nein. Okay, dann müssen wir erstmal auf den nächsten Tag warten. Ich glaube, dann hat sich's erledigt. Oder kriegen wir da jetzt noch zusätzliche Informationen, wenn wir jetzt noch zur Winterfeste Akademie gehen? Ich denke nicht, oder? So, der ist jetzt hier unterwegs. Also da rennt er rum. Wo ist er? Wo ist er? Was machst du hier in der Wildnis? Hier, was machst du hier? Morthal is a troubled place. It's my duty to see it rest in peace. You already know all that I know. So, ich habe gehört, dass ihr ein Experte auf dem Gebiet des Vampirismus seid. I know many things. I've studied things beyond the reach of most humans. Traveled the Oblivion Plains, seen things one should not see. Ach, du warst in Oblivion. And Dwemer, and everything in between, and I know enough to see a vampire where others would see a man. Ach so. Woher wollt ihr wissen, dass ich ein Vampir bin? I met several of your kind during my studies of life-extending magics. I even considered becoming a vampire myself. In the end, vampirism would endanger my ward Agni, which would defeat the intended purpose. Und du kannst mich jetzt befreien vom Vampirismus? It is possible. I know of a ritual, but have never performed it. It requires a filled black soul gem. You will need to kill someone. When you have a gem and have filled it, return to me and I will perform the ritual. I will bring life to your dead body, vampire. This must be that beautiful Skyrim weather I've always heard about. Also du kannst mich befreien vom Vampirismus. Das ist ja interessant. Aber als erstes müssen wir das hier abschließen. Ja gut, dann gehen wir mal zur Akademie. Das hat ja auch Serana vorgeschlagen, dass wir da auf jeden Fall hingehen sollen. So, hast du gleich irgendwas zu sagen? Nein. Zu wem soll ich dann? Zu dem Bibliothekar? Wer ist hier der Vampir-Experte? Jetzt soll ich wieder hier hin. Wer ist der Experte für Vampirismus? Der Ork, okay. So, was weißt du über Vampire? Archmage or not, my rules about books still stand. Ich muss einen Mottenpriester finden. A moth priest? What in Oblivion do you need a moth priest for? Die Sache geht nur mich etwas an. Sagt mir einfach, was ich wissen muss. Fine, fine. No need to get your britches in a twist. The obvious answer is to go to the Imperial City. The Moth Priest make their home in the White Gold Tower. Sometimes they go out looking for Elder Scrolls. Lucky for you, there's a Moth Priest in Skyrim right now, doing just that. Cool. He stopped in to do some research in the library, then left for Dragonbridge. If you hurry, you might catch him there. Okay, dann wissen wir Bescheid. Dann gehen wir mal nach Drachenbrücke. Also, die Mottenpriester, die
befinden sich in der Kaiserstadt, also in Cyrodiil. Aber wenn sie davon hören, dass irgendwo, also Elder Scrolls entdeckt worden sind, dann machen sie sich auch auf, nach zu gucken nach diesen Elder Scrolls, weil die sind natürlich auch neugierig. Die wollen natürlich auch neue Elder Scrolls entdecken. Gut. Wo frage ich da am besten? Frage ich dich? Heard what you did. Killing those foul witches. Well done, companion. Ah. Habt ihr etwas über den Besuch eines Mottenpriesters in Drachenbrücke gehört? Ah. So that was a moth priest then. He rode through town not long ago with an escort of soldiers. They didn't stop, just headed south, across the Dragon Bridge. Until next time. Okay. Suche entlang der Straße, die von Drachenbrücke südwärts führt. Wer bist du denn? Kenn ich dich schon? I don't mean you any trouble. Just, nah, I don't think so. Okay. Soll ich mich da jetzt in Vampirfürst verwandeln? Ich glaube, ich verwandle mich in einen Vampirfürsten, ne? So. Ich glaube, das ist... Da ist noch eine Höhle, die ich noch nicht entdeckt habe. Ach, krass. Da habe ich eine Höhle übersehen. Die müssen wir uns gleich nochmal angucken. Und da, was ist da denn passiert? Ein umgeschmissener Wagen. Und Leichen. Eine Leiche. Ein Buch, was sieht da? Irgendwas. Hier, Vampir. Vampirnotiz. Bevor wir die lesen, gehen wir erstmal zu der Höhle. Warum wird mir hier angezeigt? Ja gut, dann lesen wir erstmal die Notiz, bevor das hier verbuggt oder sowas. So. Ich habe neue Order für euch. Bereitet einen Überfall gleich südlich von Drachenbrücke vor. Bringt den Mottenpriester zum Ahnenversteck und haltet ihn dort fest, bis ich seinen Willen brechen kann. Malkus. Das wollte ich gar nicht. Malkus, wer ist denn Malkus? Das ist die Höhle, die ich noch nicht entdeckt habe. Das ist ja praktisch. Also meine Ausdauer ist wirklich komplett Schrott. Habe ich überhaupt noch Ausdauer? Ich habe gar keine Ausdauer mehr, ne? Dadurch, dass ich jetzt Vampir bin, haben die komplett meine Ausdauer mir weggenommen. Das heißt, um hier zügig voranzukommen, kann ich mich eigentlich auch gleich verwandeln. Ahnenversteck entdeckt. So, da gehen wir doch mal rein. Das Ahnenversteck. Aha, was haben wir denn da? Warte mal, das gucken wir uns erstmal in Ruhe an. Also hier ist ein Balkon. Da haben wir einen richtigen reißenden Bach, der hier durch die Höhle fließt. Hier haben wir so eine Art Arena. Was verstehst du denn vor mir? Who's there? So.
Der schießt jetzt mit seiner Armbrust. Boah, das ist so geil gemacht. Ich liebe einfach hier Armbrust und Bogen. Das ist so gut. So, das war jetzt der Kampfhund. So, kommt her. Bin ich schon mal wieder Level up? Nein, bin ich nicht. Okay. Komm her. Gepanzerter Troll. Boah, der hält aber richtig aus. Die auch so ausgerüstet sind mit ihren Helmen. Das ist auch so geil. Oh, das ist so gut. Wer redet denn? So, wir gehen mal da zu denen nach oben. Also das war schon mal der falsche Weg. Hier müssen wir lang, genau. So, da ist er, oder? Deaktiviere die magische Barriere. Sind die immun oder was? Ich glaube, ich schlage wieder mit meinen Klauen. So. Aber der blockt immer meine Angriffe. Deutlich kann ich da schlagen. So, weg mit dem. Aber den habe ich jetzt nicht absorbiert. Ich möchte den noch absorbieren. Nee. Aber ich habe jetzt die Frau nicht absorbiert. Ne, die Frau habe ich jetzt nicht. Okay, hier haben wir noch Vampirsärge. Was haben wir denn hier oben? Also hier ist eigentlich nichts mehr. Weichsteinfokus. Hier liegt ein Fokusstein. Was mache ich damit? Und natürlich die Truhe, die hätte ich gern. Also ich mache das mal alles. Hier Sarana. What now? If you think it'll help. So, nimm mal mein Zeug.
Ich mache lieber die zu meinen Favoriten. So, genau. Aber die Serana, die kann wirklich sehr gut. Die nimmt sehr viel. Aber jetzt hat sie ihr Limit. Okay. Boah, die kann aber viel schleppen. Aber dein Helm, den möchte ich wieder haben. Denn das gefällt mir jetzt nicht so gut. So. Was mache ich jetzt damit? Hier. Ah, okay. Besiege den. Wende deine Vampirverführung auf den Mottenpriester an. Vampirverführung, wo bist du? Was? Wo finde ich denn die Fertigkeit Vampirverführung? Veränderung? Illusion vielleicht? Oder ist das eine Kraft? Warte mal, ist das eine Kraft? Ah, hier. Kreaturen bis Stufe 10. So. Jetzt haben wir dich zum Sklaven gemacht. Mottenpriester. Nähren. Deine Vampirkräfte, okay. Reden. By the divines, it's as if my eyes have been opened. I am blinded by the light of your majesty. I must obey you. What would you have of me, master? Ich beauftrage euch, zu Burg Volhikar zu reisen. Certainly. Where can I find this castle? Vor der Nordküste von Himmelsrand, genau westlich von Einsamkeit. I will set out at once then. Sehr schön. What is your command? Stopp, ich möchte noch mit dir reden. Was ist die Aufgabe der Mottenpriester? It is our sacred duty to study the Elder Scrolls. We read these ancient scrolls of prophecy in order to divine the future, and we use that knowledge to aid the Emperor. Sometimes we venture out into the world in search of more scrolls for our library at the White Gold Tower. That is the very purpose that first brought me to Skyrim. Cool. Der Weißgoldturm? It is the great spire at the heart of the Imperial City, among the tallest towers in all of Tamriel. Genau, den kennen wir ja schon aus dem Vorgängerspiel Oblivion. And the order of moth priests occupies the middle floors. The tower suffered damage in the recent war with the Altmeri Dominion and is not what it once was. I hope one day to see it restored to its former glory. Interessant. Interessant. Also der Turm wurde jetzt beschädigt. Und ja, aber im Vorgängerspiel war er noch nicht beschädigt. Was wisst ihr über die Schriftrollen der Alten? Not as much as I would like. Even after spending decades of my life in study of the Elder Scrolls, they remain a great mystery to me. It's true for most of my brothers in the Order as well. We don't really know where the scrolls came from or who wrote them. What we do know is that some are born with the special gift to read the Elder Scrolls. These chosen few can divine events of the past and future within the scrolls. Though in time, it drives us to blindness. I'm afraid there's not much more to tell. Even today, the Elder Scrolls remain a great enigma. Also, es geht darum, sie erblinden, wenn sie diese alten Spruchrollen lesen. Also die Elder Scrolls sind sozusagen sowas wie eine VR-Brille. Und bei der VR-Brille, da ist es ja auch so, dass es da zu
einer Reizung kommen kann, der Augen, und dass man dann auch erblinden kann, wenn man zum Beispiel mit diesem, wenn man zu viel und zu lange mit VR seine Augen schädigt. Und sowas ist auch das hier. Weil diese Elder Scrolls natürlich auch so hell sind. So, okay, dann haben wir das geschafft. Wow. Wir haben den Mottenpriester. Boah, so schnell ging das jetzt. Cool. Was ist jetzt los? Immerwacht, Kundschafter. Nehme ich alles. Wer damit? Noch jemand? Da ist noch jemand. Okay, du bist eine Frau. Aber da ist noch jemand. Zu Serana. Hier, da ist noch jemand. Den holen wir uns noch. So. Keine Chance gegen mich. Jetzt natürlich hätte ich den jetzt auch als Vampir erledigen können, aber ja, das habe ich jetzt einfach schnell gemacht. Weil ich will ja jetzt endlich wissen, wie es weitergeht. Warte, ich heile mich mal. Nicht, dass ich jetzt schon wieder in die Kämpfe komme. So, Serana, bist du da? Egal, die kommt schon. Die kommt schon. Und dann gebe ich mal gleich mal meine Aufgabe ab. Ich habe zwei Sachen, die ich gebe. Und zwar das hier auch. Hier. Warte, erstmal rede ich mit dir. I am above the petty squabbles here. I have lived for far too long to be bothered with them. Ich habe den Dämmerwächter getötet, der sich als fahrender Händler ausgegeben hat. Excellent. I knew I could count on you. That's one less troublemaker to keep an eye on. Wie kann ich helfen? Speak with Feren Sadri. He has something for you. Feren Sadri. Ancestors guide you. How awkward for you. Feren Sadri, wo bist du? Hier. Da ist er. Politics bore me so, terribly. Wie kann ich helfen? I've discovered the whereabouts of a set of ancient rings of blood magic. They belong among our kind, not gathering mold in some vagabond's treasure pile. Wozu sind diese Ringe fähig? They increase the abilities of your vampiric powers. Ah, cool. Woher stammen diese Ringe? Depends on who you ask. Some say Molag Bal himself gave these rings to ancient powerful vampire lords. Some say that is just a myth. Harkon himself disbelieved in their existence, though perhaps he felt slighted they were not already in his possession and only feigns indifference. Kann ich diese Ringe behalten? Of course. I wouldn't be telling you where to find them if I desired them for myself. Okay, verstanden. Best of luck to you. I may not have potions to block the sun. So, das machen wir als erstes. Hast du noch was zu sagen? So, wir holen uns erstmal die Ringe. Wo sind sie denn? Bringe den gefüllten. Hier, beschaffe. Ringe der Blutmagie. So, die holen wir uns erstmal, bevor es hier weitergeht. Wo war das jetzt? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Hier. Wo?
Ach hier, oh mein Gott. Warum ist das so? Also ich möchte gerne die Sicht haben. Okay, da waren wir auch schon. Einfach nur schnell reinrennen, die Ringe holen. Geschafft. Und ich verwandle mich in einen Vampirfürsten. So, wo seid ihr? Hier. Lebensblut absorbiert. Ach, kann ich die als Diener? Warte mal, ich gucke erstmal, ob ich die nur als Diener beschwören kann. Nee, die ist einfach irgendwo hingeflogen. Jetzt hast du mir den Diener geklaut, Serana. Alle Kreaturen entdecken. Hier ist ein Toter. Bist du hier? Nee, da ist niemand. Ja, doch. So, jetzt. Banditen ist zu mächtig. Raufbau ist zu mächtig. Na super. So, dann gib mal die Ringe her. Ring der Bestie. Wenn du diesen Ring trägst, so ein Dreifachring, erhältst du 100 zusätzliche Gesundheitspunkte und deine Klauenangriffe verursachen 20 zusätzliche Schadenspunkte. Boah, das ist ja nice. Zieh ich gleich mal auf. Ring der Bestie. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal nach Weißlauf und da tue ich mal meine ganzen Sachen mal ablegen wieder. Ich bin schon wieder komplett gefüllt. Okay, ich werde nicht angegriffen. Das ist gut. Okay, wir sind zu Hause. So, gib mir mal dein ganzes Zeug. If you think it'll help. So, gib einfach mal alles her. Sehr gut. Und jetzt mein Diener. Wo ist er? Diener, komm her. Oh, I live to serve. Okay, dann tue ich mal aufräumen. I'll be going now. Und ja. Bis gleich. Okay. Dann habe ich mal alles aufgeräumt. Dann kann es weitergehen. Und wir sollen jetzt zurück zu... Ja, zur Festung oder zur Burg der Vampire. Okay, also Sonnenlicht, ganz schlecht. Beschaffe Ring des Gelehrten. Okay, jetzt haben wir den Ring und jetzt haben wir noch den beschaffen. Ach ja, gesagt, die Vampirringe. Ach krass. Okay. So.
Auf geht's. Wo ist der Eingang? Irgendwo da. Oh, okay. Aber ich habe keinen Fallschaden. Ich mache keinen Fallschaden. Da bist du. Ich mache den eigentlich keinen Schaden. Ich mit dir. Okay, dich kann ich wieder wecken. Aber das ist ein starker Bandit hier. So, hast du mir den jetzt geklaut? Lebensblut absorbiert. Und wenn ich jetzt einfach nur schlage, dann absorbiere ich nicht, ne? Ah, ich habe nochmal einen Punkt bekommen. Geil. Was haben wir hier? Du verwandelst dich in einen unverwundbaren Nebel. Nehmen wir mal Vampirgriff. Blutmagie. Ich glaube, das mache ich nicht. Hier, Kräfte der Nacht und Blutmagie kosten 33% weniger. Töte einen Gegner mit einem mächtigen Bissangriff, um deine gesamte Gesundheit wiederherzustellen. Ich mache mal das. So, bin ich hier richtig? Keine Ahnung. Jetzt habe ich aber die nicht absorbiert, ne? Warte mal, wenn ich mich jetzt zurückverwandle. Kann ich jetzt die absorbieren oder wie? Wie absorbiere ich die denn? Also ich kapiere es auch nicht. Ich kapiere es immer noch nicht so ganz. Warte mal, schauen wir mal, wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Okay, wow. Also ich würde sagen, ja, wir müssen da als Vampir und dann versuchen, sie zu absorbieren. Das ist, was wir tun müssen. Einfach nur durch und ja, komm. Ich muss den finalen Schlag irgendwie machen. Die klaut mir das jetzt. Die klaut mir hier einfach. Den finalen Schlag hat die mir jetzt gestohlen. Muss ich jetzt hin? Muss ich jetzt hin? I was always taught to avoid these types of ruins. I think I see why now. Muss ich hier hin? Jetzt hast du mir. Die glaubt mir das jetzt. Die glaubt mir das jetzt einfach immer eiskalt.
Regal. Und jetzt muss ich hier, oder was? Muss ich jetzt hier hin? Bin ich hier richtig? Ach, warte mal. Zurückverwandeln. Jetzt sind wir da. Ja, ich bin hier richtig. Okay, wo ist der Schalter? Was ist jetzt oder wie? Who's there? Jetzt noch mal lösen das Rätsel oder wie? Komm, nein! Jetzt haben wir hier Schlange. Oh Mann, oh, das gibt's doch nicht! Also. Das erste fürchtet alle, das zweite fürchtet keins. Das dritte frisst, was es kann. Am liebsten Nummer 1. Das vierte fürchtet das zweite, aber nur wenn es allein. Das erste fürchtet alle, das zweite fürchtet keins. Also wir haben Wolf, Bär, Wolf und Schlange. Das erste fürchtet alle. Nehmen wir mal als erstes die Schlange. Fürchtet alle, das nehmen wir mal als erstes die Schlange. Okay, das war schon mal richtig. Dann nehmen wir das als zweites. So, das dritte. Das dritte frisst, was es kann, am liebsten Nummer 1. Was frisst am liebsten eine Schlange? Das vierte fürchtet das zweite. Fürchtet das zweite, also hier, oder? Ich würde sagen, das jetzt. So, das müsste jetzt dann sein, oder? Aber falsch. Okay, dann lade ich. Dann lade ich nochmal. Ich dachte jetzt wirklich, dass das das ist, aber naja. Gut, dann eben das. Und hier. So, endlich. Hier runter. Was soll ich jetzt hier? Genau, wir sollen jetzt hier die Ringe suchen. So, komm, ich hole mir jetzt einfach schnell die Ringe. Ringe, wo bist, wo seid ihr? Weg mit dir. Na, hier einfach. Oh mein Gott! Was zum. Boah, ich renn hier einfach schnell durch. Komm hier einfach durchrennen. Was für eine mega Grabanlage ist das schon wieder? Und nimm das. Weg, wo muss ich jetzt hin? Nach links.
Spinne, geh weg. Was sind denn hier? Alter, das sind ja so viele Spinnen. Weg mit euch. Und ja, das Vampir hat mir anscheinend komplett die Ausdauer genommen. Ich kann nicht mehr laufen. Also wie weit ist es denn noch? Schauen wir mal. Okay, jetzt einfach nur geradeaus und dann ist da schon das der Ort, wo wir hinwollen. Wo bist du? Weg mit dir. Und da sind sie. Da ist er. Oh. Hörer, nimm das. Da sitzt er. Ring des Gelehrten. Wenn du diesen Ring trägst, erhältst du 100 zusätzliche Magikapunkte und deine Magikaregenerationsrate steigt. Boah, das ist ja ein cooler Ring. Das ist cool. 100 Magika. Cool. Wow. Bringt mir jetzt zwar auch nichts, also werde ich definitiv nicht tragen. Aber ist trotzdem cool. Okay, wo muss ich jetzt hin? Kehre zu Ferian zurück. Habe ich es jetzt geschafft, oder was? Okay, ja, ich muss 2 Ringe besorgen. Die habe ich jetzt besorgt. Geschafft. Diesmal werden wir nicht angegriffen. So, schnell. Hier, ich glaube, die Bolzen, die kann ich auch mal wegmachen. So. Geile Ringe. Hier, ich habe die Ringe. Life here has many advantages. Don't you agree? So, ich habe alle Ringe der Blutmagie gesammelt. Well done. I trust you'll put those to good use then. Genau. Ich habe gehört, dass ihr vielleicht Hilfe gebrauchen könntet. The Dawn Guard have increased their operations and have been aggressively recruiting. We need to put a damper on their efforts and give those troublemakers something to worry about other than harassing our interests. You are to make a public show of murdering someone. Do it in the streets for all to see. The higher the profile, the better. Make it seem you are a member of the Dawn Guard, thus sowing confusion among the herd. Wear this armor and plant this note on the victim. Was meint ihr mit angemessener Bekanntheit? You know, an important member of society. Someone attached to the Jarl's court. A merchant, a bard, a priest. Someone with stature. That will make them all the more upset to have one of their citizens slain and under such flimsy pretense. Krass. Wir schieben den Mord also der Dämmerwacht in die Schuhe? Precisely. The people will put pressure on the Dawn Guard, who are apparently murdering their fellows without provocation. Their focus will be shifted from us, giving us one less nuisance to deal with. Verstanden. Good. I knew I was sending the right woman for the job. Okay. Aber das mache ich alleine, oder? Serana, du bleibst hier, oder? Ich glaube, wir sollten uns trennen. Oh, all right. Goodbye then.
Yes. So, bleib mal hier. Das machen wir alleine. Das machen wir nicht zusammen. So. Hier. Töte jemanden auf den Straßen von Rabenfels. Wähle eine wichtige Person aus. Töte in aller Öffentlichkeit. Wo ist denn Rabenfels überhaupt? Rabenfels, wo ist denn Rabenfels? Wo könnte Rabenfels sein? So, ich weiß gar nicht, wo Rabenfels ist. So, ich würde sagen, ich erkundige mich nochmal, wo Rabenfels sein könnte. Aber wir können jetzt auch nochmal mit Fürst Harkon reden. So, reden wir mal mit dem. Dann kriegen wir auch unsere nächste Aufgabe hier. So, ich habe den Mottenpriester gefunden. Done. Somehow I knew it would be you and Serana who found our moth priest. So, ich habe den Mottenpriester zu meinem Diener gemacht. Yes, I see that. I trust his capture was not too difficult a task. Nein, der hat ja nur nicht mal Level 20. Die Dämmerwacht hat versucht, mich aufzuhalten, aber sie war keine echte Bedrohung. Die Dämmerwacht war dort, sie hat gut gekämpft, aber nicht gut genug. Die Dämmerwacht hat ihn beschützt und mich beinahe umgebracht. I wish I could have been there to hear the sounds of their screams. Well, your thrall awaits, and we have given him the Elder Scroll. Command him to read it, and let us hear the words of prophecy together. Das machen wir. You've done well. So, lies mal die Elder Scroll. Master, I have done as you asked and traveled here. So, ich habe eine neue Aufgabe für euch, Diener. Of course. What is it that you need me to do? Ihr müsst eine Schriftrolle der Alten lesen. Ah, yes, the Elder Scroll. I admit, I am looking forward to this. Dann möget ihr mit eurer Lesung beginnen. Of course, Master. Now, if everyone will please be quiet, so, we must mal. Concentrate. I see a vision before me, an image of a great bow. I know this weapon. It is Oriel's bow. Now a voice whispers, saying, among the knight's children, a dread lord will rise. In an age of strife, when dragons return to the realm of men, darkness will mingle with light, and the night and the day will be as one. The voice fades and the words begin to shimmer and distort. But wait, there is more here. The secret of the bow's power is written elsewhere. I think there is more to the prophecy, recorded in other scrolls. Yes, I see them now. One contains the ancient secrets of the dragons, and the other speaks of the potency of ancient blood. My vision darkens. And I see no more. To know the complete prophecy, we must have the other two scrolls. Jetzt sollen wir noch zwei andere Elder Scrolls finden. Ach krass. What is your command? Das war jetzt richtig spannend, was der hier vorgelesen hat. Aber wir sollen jetzt noch zwei andere Elder Scrolls finden. Eine verknüpft mit der Hauptgeschichte und die andere mit irgendwie diesem Artefakt, diesem Bogen. Wisst ihr, wo die anderen Spruchrollen sind? Ach so, okay. I have waited this long and we are so very close now. I can wait a bit longer. Abgeschlossen, Prophet. Begonnen, dem Echo nach.
Okay, also der denkt sich... Yo! Da weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Vielleicht finden wir die durch Zufall. Finde heraus, wo sich die Spruchrolle der alten Drache befindet. So, Serana, was sagst du dazu? Was denkt ihr? That moth priest Dexian. He said we needed two other Elder Scrolls. I think I know where we can start looking. Warum habt ihr das nicht früher gesagt? Didn't want that lot getting wind of it, especially my father. Was ist zwischen euch beiden passiert? Ever since he decided to make that prophecy his calling, we kind of drifted apart. I don't even think he sees me as his daughter anymore. I'm just a means to an end. Ah, okay. Wo ist denn diese Spruchrolle der Alten? We need to find my mother, Valeria. She'll definitely know where it is. And if we're lucky, she actually has it herself. Ihr habt gesagt, dass ihr nicht wisst, wohin sie gegangen ist. The last time I saw her, she said that she'd go somewhere safe. Somewhere that my father would never search. Other than that, she wouldn't tell me anything. But the way she said it, someplace he would never search. It was cryptic, yet she called attention to it. Klingt fast, als wäre sie vorsichtig gewesen. Maybe. What I can't figure out is why she said it that way. Besides, I can't imagine a single place my father would avoid looking. And he's had all this time, too. Any ideas? Bei der Dämmernacht verstecken? Eingesperrt, wie ihr es wart? Wie wäre es denn genau hier in der Burg? I don't think so. She said she wanted to stay awake in case the situation was resolved. It had to be one of us, and well, she's so much more powerful than I am. It just made sense for her to be out here. Anything else? I doubt my mother would waste her time with those fools. They probably would have tried to kill her, and that has a way of souring relationships. Any other ideas? So, wie wäre es denn genau hier in der Burg? Wait, that almost makes sense. I used to help my mother tend a garden in the courtyard here. All of the ingredients for our potions came from there. She used to say that my father couldn't stand the place. Too peaceful. Ist es nicht ziemlich riskant, in der Burg zu bleiben? Oh, absolutely. But my mother's not a coward. That is, I don't think we'll actually trip over her there, but it's worth a look. Wie kommen wir hinein, ohne dass euer Vater das bemerkt? Trust me, I lived here a very long time and I know every nook and cranny. There's an unused inlet on the northern side of the island that was used by the previous owners to bring supplies into the castle. An old escape tunnel from the castle exits there. I think that's our way in. Stopp, ich habe erst zuvor noch andere Dinge zu tun. Then don't let me stand in your way then. I'll be at the dock whenever you're ready. Okay. Habe ich jetzt da eine Quest bekommen? Finde heraus, wo die Drache ist. Sprich mit Serana. Gut. Die Drache, die finden wir mit der Hauptquest. Und... Aber ich würde jetzt doch ganz gerne erstmal mich informieren, wo dieses Rabenfels sein könnte. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Und ja, da werde ich dann Rabenfels besuchen. Ich werde auf jeden Fall die Hauptstory weiterspielen, dass wir an diese Elder Scrolls kommen oder eben mit Serana nach ihrer Mutter suchen. Das sind die zwei Dinge, die wir tun können jetzt. Okay, bis zum nächsten Mal.